Ja, guten Tag, Herr Reuß, schön, dass Sie da sind. Ich begrüße Sie zur Aktion Leserfragen, Vermögensverwalter Antworten der VDI-Nachrichten. Und wir haben hier eine weitere Frage, die sich um das Thema Liquidität dreht. Offenbar drückt das viele Leser. Wohin mit der Liquidität? In diesem Fall geht es um einen Betrag von immerhin 190.000 Euro und einen Anlagehorizont von etwa 3 bis 5 Jahren. Gibt es denn da überhaupt interessante, das heißt sichere und vielleicht auch noch rentierliche Anlagen? Also grundsätzlich, die gibt es, wobei das Wort sicher wäre jetzt eine neue Definition. Das müsste man definieren, aber dann bräuchte man noch einen Beitrag von einer Stunde ungefähr. Aber grundsätzlich ist es so, wir haben momentan Märkte, die politisch manipuliert sind. Diese Märkte sind momentan etwas orientierungslos. Otto Normalverbraucher würde wahrscheinlich hergehen und würde einfach ein Festgeld machen, weil er nicht weiß, was er tun soll. Ich halte das momentan im Zeitalter von negativen Realzinsen, also sprich die Inflation höher ist wie die Verzinsung, für sehr gefährlich. Wenn man mit einer gewissen Volatilität leben kann, also Volatilität bedeutet ja nicht immer Risiko, das wird oftmals verwechselt, dann glaube ich, ist man gut beraten, wenn man momentan für den eher defensiv eingestellten Investor tendenziell auf vermögensverwaltende Fonds setzt. Vermögensverwaltende Fonds als solches decken ein breites Portfolio ab, machen ein aktives Risikomanagement und versuchen, das Portfolio so zu allokieren, dass das beste Chancen-Risiko-Verhältnis hat. Da wiederum gibt es eher tendenziell sehr defensive und tendenziell etwas offensivere. Und wenn man daher hergeht und so ein Portfolio beispielsweise allokiert mit ungefähr 60, 70% in solchen vermögensverwaltenden Fonds, die man auswählt, auch eine Risikostreuung bitte, 3, 4, 5 Stück, und darüber hinaus die restlichen circa 30% in kurzläufigen Industrieanleihen von cashflow-starken Unternehmen, dann glaube ich, ist man hervorragend aufgestellt und wird in dem Umfeld eine attraktive Rendite erzielen. Attraktive Rendite, was bedeutet das? Gehen wir mal auf die Industrieanleihen, die Sie gerade genannt haben. Was ist da möglich? Ist da denn möglich, die Inflation auszugleichen? Ja gut, also ist natürlich die Frage, wie prognostizieren wir in dem Zeitraum die Inflation? Weil der Investor natürlich, der einen fixen Termin hat, wo er das Geld braucht, kann natürlich auch jetzt kein großartiges Zinsdurationsrisiko eingehen. Das heißt, der muss Anleihen wählen, die spätestens zu diesem Zeitpunkt fällig werden. Im Moment ja, also auf heutiger Basis, heutiger Inflationsbasis, mit der Laufzeit ist die Inflation locker zu schlagen. Also ich halte Renditen zwischen 3 und maximal 5%, also in dem Zeitraum für durchaus realistisch. Wichtig ist cashflow-starke Unternehmen, das Rating der Unternehmensanleihen, das interessiert mich nur an zweiter Stelle. Was Ratings wert sind, das sieht man immer in den letzten Monaten auch, sondern wichtig ist, sind das Unternehmen, die die Welt braucht. Also nehmen wir ein Beispiel, Fresenius Medical Care ist der Weltmarktführer für Dialyse. Die werden leider immer benötigt und sehr cashflow-stark. Und da interessiert mich das Rating, wie gesagt, nur an zweiter Stelle. Wichtig ist, dass entsprechende Umsätze da sind. Also eher auf Endfälligkeit setzen, auf cashflow-starke Unternehmen setzen. Kann ich denn als Privatanleger dort überhaupt investieren? Ich spreche jetzt mal die Losgrößen an, die dort gehandelt werden. Das ist ein wichtiger Hinweis. Also, wir müssen natürlich unterscheiden. Es gibt sehr oft sogenannte institutionelle Tranchen. Das sind dann Losgrößen 50.000 aufwärts. Es gibt aber auch sehr viel sogenannte Retail-Tranchen, also Tausenderstückelungen. Das ist ein wichtiger Hinweis. Da muss man natürlich drauf schauen, wenn man entsprechend hier natürlich keine oder man soll hier entsprechend keine Übergewichtung haben. Also, das Risiko wäre viel zu groß, bei einem Portfolio mit 190.000 Euro 50.000 Euro in einer Anleihe zu halten. So ein sicheres Unternehmen gibt es auf der ganzen Welt nicht, dass ich so einen großen Anteil in eine einzelne Position stecken würde. Deswegen auch das Thema vermögensverwaltende Fonds, weil die natürlich sehr breit diversifiziert sind. Die breite Diversifizierung hilft manchmal nicht, wenn wir Sondersituationen wie in der Finanzkrise 2008 erleben. Muss ich ein Jahr vor Fälligkeit, vor meinem Anlagehorizont möglicherweise in risikoärmere Produkte umschichten, wenn ich vermögensverwaltende Fonds gekauft habe? Da ist es entscheidend, also was habe ich von der Grundausrichtung? Habe ich eher ein bisschen einen offensiveren vermögensverwaltenden Fonds oder einen defensiveren? Bei den defensiveren würde ich jetzt sagen, habe ich bis ein halbes Jahr vorher keinen großen Handlungsbedarf. Bei einem offensiveren, der gerade sehr gut gelaufen ist als Beispiel, da haben Sie vollkommen recht, dann würde ich, sage ich mal, Jahr vor Ablauf tendenziell dann eher das Risiko etwas rausnehmen. Wobei Risiko, wie gesagt, bei den vermögensverwaltenden Fonds, wenn ich da meine Hausaufgaben mache, sehr überschaubar ist. Das ist halt die Volatilität und da muss ich halt dann unter Umständen ein bisschen Zeit haben, diese Volatilitäten auszusitzen. Also keinen festen Endzeitpunkt, sondern ein paar Monate Luft.
Richtig, exakt. Vielen Dank, Herr Reuß. Gerne.